Grüß euch und hallo zusammen zum zweiten Teil vom Siliervideo. Nachdem ich das ja auf zwei Teile geteilt habe, habe ich gar kein passendes Intro und muss das jetzt nachfilmen. Heute ein bisschen ein regnerisches Wetter. Wir sind gerade dabei, die Weide für unsere Kühe herzurichten, weil die kehren ja auch aus. Haben also einen Weideausgang betoniert und sind gerade beim Zaunbauen. Das gibt aber extra Video. Ja, und ich habe bei der ganzen Silieraktion ganz vergessen, euch so ein bisschen die Oasis-Folie vom Böck vorzustellen bzw. meine Gedanken dazu mitzuteilen. Also dicht ist das Ding. Wenn ihr hier schaut, wir haben eine Bombengärhaube auf den Silos. Ja, wunderbar, das ist der reinste Hüpfburg. Und wenn man sich jetzt die Folie mal so anschaut, also was auffällt ist, sie ist also sehr dünn. Das ist eine elflagige Folie, unten schwarz, oben hellgrün. Sehr dünn, also die Rollen sind auch sehr leicht zum Rauftragen auf Silo, das ist angenehm. Lässt sich also, es sind gut verpackt, schön in einem Vlies eingepackt, dass es also keine Beschädigungen gibt beim Transport und so. Lassen sich also sehr schön verlegen und verarbeiten, dadurch, dass sie sehr leicht sind. Und was hier halt wahnsinnig auffällt, ist, das Zeug ist reißfest. Also wenn man hier so eine Folie nimmt, ich mich da drauf stelle und hier anziehe, also da darfst du richtig anziehen. Und die ist richtig stabil. Und ihr seht, wie sich die dehnt, jetzt zerreißt sie. Also da hat man einfach ein gutes Gefühl, wenn man an der Folie zieht, dass da keine Löcher reinkommen und dass wenn man draufsteigt, wenn man nicht jetzt gerade einen Stein unterm Schuh hat, dass man da auf jeden Fall keine Löcher reintritt. Das ist also von großem Vorteil. Ne, macht einen guten Eindruck, die Folie. Und bin mir sicher, da gibt es halt bärige Silage da drunter. Auf jeden Fall haben wir es jetzt nachmittags um 4 und ich fange jetzt das Schwaden an. Wie ihr seht, mit dem 6M und dem Wurmschwader habe ich mir auch nicht gedacht, aber das funktioniert hervorragend. Also kann jetzt zwar noch nicht behaupten, dass das mein neuer Lieblingsschwader-Traktor ist, aber ja, funktioniert schon einwandfrei. Kann man halt schön mit reduzierter Drehzahl, fährt er dahin, hier mit 14 oder 40 Umdrehungen, 12 km/h habe ich jetzt mal eingestellt, oder 12,2. Läuft alles. Muss mich natürlich ein bisschen dran gewöhnen an das Ganze, aber einwandfrei. Fange jetzt mal an dem an, den wo ich gestern zuerst gemäht habe. Also das ist trocken gemäht worden und heute früh gekreiselt. Und dann mache ich irgendwie, glaube ich, mit den Aufbereiterflächen weiter. Und ja, dann werden wir das schon irgendwie hinbringen. Man möchte es ja nicht glauben. Die Sonne lässt sich auch noch blicken. War es aber lang versteckt. Na, schauen wir mal. Wir haben ja noch ein bisschen was zum Schwaden. Da kann es ja noch das eine oder andere Prozent Feuchtigkeit wegschlecken. Aber wirklich viel bedeutet das natürlich nicht mehr gern. Aber egal. Wir werden es zusammenbringen. Und wir werden es morgen früh Vormittag häckseln. Da haben wir schon feuchtere Sachen gehäckselt. Und ja, Siliermittel jetzt richten, gibt trotzdem eine gute Silage. Also mehr, halt mehr Tonnage zum Fahren. Und ja, ich habe auch feuchte Stellen hier im Feld.
immer wieder so kleine. Gefällt mir natürlich überhaupt nicht. Das ist schlecht für die Futterqualität. Aber es wird nochmal 2 Stunden. Dann glaube ich, dann haben wir es. Der Jakob ist im Winkel. Der kommt dann und hilft mir auch noch. Und dann werden wir das doch zeitnah, die 4 Felder dann noch fertig bringen. Oh mein. So viel Zeug. Ich weiß noch gar nicht, wie ich das ins Silo nicht bringen soll, aber. Servus beieinander, jetzt hört mir was vom Lehrling. Also, es geht ins Finale beim Schwaden. Das letzte Feld. Und jetzt wird ja, circa das letzte Hektar noch auf Schwack gelegt. Silos hergericht, wir bringen es nicht rein, keine Chance. Jetzt werden wir ein drittes herrichten. Also wir müssen jetzt vor Silo 3 silieren. Damit wir, ja, und dann weiß ich auch noch nicht, ob wir es reinbringen. Aber Siloballen ist eigentlich keine Option. Wir schauen, dass wir das irgendwie klein kriegen. Mal sehen. Schon interessante Geschichte. Ja? Also vor der Reihe haben wir nur. Ja. Wie schon gesagt, ist der Mai kühl und nass, füllt es den Bauern scheuer und Fass. Und Wasser haben wir genug gehabt. Und jetzt müssen wir mal schauen, wie wir da das alles unterbringen.
der 640, ja? Macht richtig Spaß. Und ist nicht mehr Papamobil. Jetzt bin ich gefahren. Jetzt aufhören mit dem Silo, mit dem Silieren. Es war so viel Masse, ich bring's nicht runter. Ich muss den Rest leider verkaufen, weil ich habe keinen Platz. Ich habe hier noch gute 10 Hektar liegen. Aber mei, was will ich machen? Ich habe keinen Platz für 150 Siloballen oder so. Ja, aber mein Häckslerfahrer, der nimmt ein bisschen was ab. Was gerade und ein bisschen was geht in die Biogasanlage und dann ist weg. Ja, ich weiß jetzt noch nicht, wo ich den Rest von meinem Jahr hinfuhr, aber irgendwie muss ich mir was einfallen lassen. Jetzt schaut euch einmal die riesen Silos an. Silo 2 voll, Silo 4 voll, Silo 3 davor siliert. Alles gut voll. Ich habe heute auch tatkräftige Unterstützung beim Abdecken des Silos von der Firma Wöck. Dann der Flo und der Andi da, die helfen uns beim Abdecken. Dass wir auch die gute Oasis-Folie richtig einbauen, dass es dann auch keinen Schimmel gibt. Das richtig rumliegt. Das richtig rumliegt. Das ist side up, oder wie? Ja, ja, die Wandfolien. Haben wir, wie gesagt, die Arktikfolie. Die hat das jetzt auch ganz gut ausgehalten, so relativ schadensfrei, außer da, wo der Radlader mal dagegen gefahren ist. Das hält natürlich die beste Folie nicht aus. Ja, und jetzt machen wir die drei Häufen zu und dann gelangt es für heute. Das sage ich euch. Wir sind fleißig am Abdecken. Silo 2 ist schon zu. 3 fehlt noch Schutzgitter. Jetzt machen wir 4 noch einen Deckel drauf. Und dann haben wir uns unser Feierabendbier verdient. Also, ich darf mich jetzt mal ganz herzlich bei der Firma Böck bedanken. Ganz besonders beim Flo, beim Andi, die uns da so tatkräftig beim Abdecken geholfen haben. Und ich bin ja gespannt, wie das so funktioniert. Die Folien machen auf jeden Fall mal einen guten Eindruck, lassen sich schön verarbeiten. So eine fertige Wandfolie hat natürlich auch was. Und man muss sagen, trotz Radladerkontakt hat es echt gut ausgehalten. Also relativ wenig Löcher drin. Und ja, also von dem her schaut das schon alles einmal recht gut aus. Und jetzt, wenn es noch gescheit siliert, dann gibt es ein bäriges Futter und der Bauer ist glücklich. Also, wenn euch das Video gefallen hat, dann gibt es mir einen Daumen mal hoch oder uns einen Daumen mal hoch und pfiat euch. Bis zum nächsten Mal. Und jetzt steht die Biergarnitur da und jetzt haben wir unser Bier und ein paar Würstel verdient.